Ja, und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits. Und nun ja, wie jedes Mal natürlich selbstverständlich auch, zu einem Part Pokémon Weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Im letzten Part haben wir gegen ganz viele Clowns gekämpft. Vorher noch Team, wie ist das Team? Team Plasma begegnet und ja, haben uns jetzt den Weg zuletzt zum Arenaleiter gebahnt. Gegen den werden wir heute als erstes kämpfen. Arenaleiter Arti wird nun unser Gegner sein. Nächsten Pokémon-Kampf und danach werden wir uns, nachdem wir den dritten Arena-Orden bekommen haben, unser viertes Team-Pokémon fangen. Seltsam schon irgendwie, dass wir so vorgehen, aber gut. Nicht viel labern. Auf geht's in den Arenaleiter-Kampf. Nochmal für eben. Judon, mein Käfer-Pokémon möchten unbedingt gegen deine Pokémon antreten. Kommen wir gleich zur Sache. Kämpfen wir. Jo, los geht's. Ein Zwergi versus Arti. Er hat drei Pokémon, ich habe drei Pokémon. Perfekt. Bloß meine sind ein bisschen stärker, würde ich so mal behaupten. Ich versuch's mal mit Nitro-Ladung. Sieht immer wieder ganz episch aus. Da haben wir's. Rollum. Bin sicher, dass der nicht Gollum heißt. Ja. Den haben wir gleich besiegt. Nur noch einmal Blut einsetzen. Nö. Er setzt noch einen Übertrank ein. Das sollte doch ein Weilchen länger dauern. Aber jetzt haben wir Gollum besiegt, Rollum. Nidmoid. Okay, den kennen wir, glaube ich, schon mal. Den kennen wir, glaube ich, schon und haben ihn schon mal gesehen. So rum ist es richtig. Nicht schon wieder Wörter verkreuzen. Dann lieber Zwergi. Würde ich sagen. So, sollte jetzt nicht allzu schwer werden. Nun, was hat nicht funktioniert? Dann wehrst die Attacke ab. Sacht Zement. So flucht ein Zwerg. Spaß beiseite. So, Nitro-Ladung funktioniert nur. Warum Blut nicht funktioniert? Kein Plan. Soll mich nicht weiter jucken. Jetzt haben wir hier ein Matrifol. Und Pflanzen-Pokémon. Ich wüsste nicht, warum Blut nicht komplett einschlagen sollte. Ja, dann haben wir es schon geschafft. Wie lange drehe ich das jetzt schon? Nicht mal 2 Minuten, glaube ich. Und das ging schnell. Bodycheck. Nur Bodycheck, okay. Vergiss da jetzt Tackle. Was sollst du denn mit Tackle? Den brauchst du eh nicht mehr. Wenn er dann Bodycheck. Eine nette Art, sie besiegt. Ein dritter Ohren bekommen. Na sowas habe ich ja glatt verloren. Also du bist echt ein starker Trainer. Schau, diesen Ohren bekommst du jetzt, weil du mich besiegt hast. Und jetzt haben wir den dritten Ohren. Hervorragend. Und rein in die Ohrensammlung. Zack. Käferohren. Okay. Ja, Käfer. Bei meinem Starter-Pokémon vom Typ Feuer
sollte jetzt nicht das größte Hindernis sein, oder? Jetzt, da du drei Runden erlangt hast, gehorche in dir Pokémon bis Level 40. Und bevor ich es vergesse, das gebe ich dir ebenfalls. Zwergi erhält das Item TM 76 Käfertrutz. Zwergi verstaut das Item TM 67, nein 76 Zahldreher in der TM und VM Tasche. Das Käfertrutz schwächt zusammen den Spezialangriffswert des geschädigten Gegners. Auch solche vermeintlichen Nichtigkeiten sind von Bedeutung. Okay, ein weiterer Horn. Ein weiterer Sieg. Gut, wollen wir uns nicht mehr lange in der Arena aufhalten, sondern gehen wir nicht diese beweglichen Wände und begeben uns nach draußen. Hier sprechen wir nochmal mit dem hier. Wow, du bist echt spitze. Wie du dich gegen die trickreichen Attacken von Arena der Tati durchgesetzt hast. Unvorstellbar, wie viel Potenzial in dir steckt. Ja, da steckt schon Potenzial drin. In diesem Trainer. Könnt ihr mir glauben. Pokémon Arena von Stratos City. Leiter Arti, anerkannte Trainer Zwergi und Scheren. Okay, wann war Scheren hier? Ach ja, stimmt, der war vor mir hier. Hatte ich vergessen. Der Visucaster klingelt. Ich habe es gehört. Hallo, sag mal, wo bist du denn gerade? Kann ich dich vielleicht um einen Kampf gegen mich bitten? Ninja hat mir ein Spezialtraining verpasst. Und ich fürchte mich ein klein wenig. Was? Ich fühle mich ein klein wenig stärker. Ich sollte mittlerweile genug gelernt haben, um meine Pokémon vor Gefahren zu bewahren. Am besten treffen wir uns einfach am Tor zu Route 4. In Ordnung? Das war's erstmal von meiner Seite. Bis gleich. Och nö, ich hatte doch gerade einen Kampf gegen den Arena-Leiter. Ich hatte doch gerade einen Kampf hinter mir. Ich muss das jetzt unbedingt sein. Ein Kampf hinter dem nächsten. Muss das sein. Kann ich mich erstmal ein bisschen ausruhen. Ich weiß, der Kampf war nicht sonderlich schwer. Aber ich wollte mir jetzt mal erstmal mein viertes Pokémon-Kampf. Und ja, muss nicht sein. Wer ist denn der Fratz dort oben links, der mich da so zornig anguckt? Security Man oder was? Der Pokémon-Tausch verbindet die ganze Welt. So erweitern wir unseren Horizont. Mit verschiedenen Leuten Pokémon zu tauschen, das wird dir sicherlich gefallen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich die tolle Geschenke für dich habe. Also dann, junger Trainer, wirst du auch du mit verschiedenen Trainern aus ganzer Welt tauschen? Ich denke ja nicht, aber wenn ich meine Chance dazu bekomme, hier, ja. Fein, das ist gut. Mal sehen, mit wie vielen Leuten du bisher Pokémon getauscht hast. Noch mit niemandem. Du hast noch mit niemandem getauscht. Aber du darfst dich in die Welt doch nicht so du darfst dich der Welt doch nicht so verschließen. Nutze doch mal die GTS oder tausche mit deinen Freunden. Okay. Ja. Und der hat ein bisschen über die GTS gesprochen. Mit dem Pokémon-Tausch. So. Und hier gibt es im Winter kein Eis. Hier gibt es das einzigartige und weltbekannte Stratos-Eis. Komm aber bitte im Sommer vorbei. Du, es ist Sommer. Es ist Ende April. Anfang Mai. Es ist. Ja gut, das Spiel sagt Winter, aber. Junge. Es ist bald wieder Hochsommer. Bald wieder hitzige Temperaturen hier in Deutschland. Hey Trainer,
Zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Lassen wir unsere Pokémon kämpfen. Och, nö, ich würde... Ja, gut. Los geht's. Jeder Kampf ist wie eine Choreografie. Also lass uns tanzen. Allzu schwer wird er nicht sein. Mit einem Pokémon. Oha, ein Vegemark. Woher kenne ich das? Vielleicht aus meinem Team? Mein liebes Lutz. Das ist doch ein Vegemark. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, war nicht schwer, würde ich sagen. Alles klar, erst einmal tanzen. Und wie war ich? Unschlagbares Rhythmusgefühl, oder? Aber denkst du nicht auch, dass ich mein Tanzpartner noch besser wäre? Hör mal, finde bitte zwei Partner für mich. Zusammen mit ihnen könnte ich dann ein ganzes Tanztrio bilden. Okay, mache ich für dich. Jemand, der so angezogen ist wie ich, muss auch ein echter Trainer sein. Ja, und ich weiß schon, wo ich die finde. War nämlich im 11. Part zwei gefunden. Hier steht einer. Worum geht's denn? Was für eine Tanzgruppe? Das klingt ja hochinteressant, aber ich kann keine Bitte von jemandem annehmen, der schwächer ist als ich. Wie wär's also mit einem kleinen Kampf? Ja, los geht's. Wir kämpfen also gegen alle drei. Ein Herausforderung von Tänzer. Wie heißt der? Edmundo. Okay. Ja, Nitro-Ladung. Ganz, ganz doofe Idee. Vielleicht reicht es trotzdem. Nein, reicht nicht. Gut. War aber klar. Feuerattack auf Wasser-Pokémon. Nicht ganz so gut. Ich setze mal lieber Body-Check ein. Genauso macht ein Pokémon, was besiegt wird. Du suchst Leute für eine Tanzgruppe. Das klingt wirklich interessant. Ich bin auf jeden Fall mit von der Party. Und da war es nur noch einer, den wir aufzufinden. Gesuchen. Nö, das ist ganz garantiert nicht richtig. Ich weiß, wo der ist. Da ist er nämlich. Der Dritte. Was gibt's denn? Oh, eine Tanzgruppe. Stell mich den Mitgliedern unbedingt vor. Aber vorher sollten wir doch eine Runde kämpfen. Yep. Sofort mit deinem. Sag schon, einem Grillmark. Mit dem Grillmark werde ich jetzt sofort kämpfen. Oh, was? Oh, was? Ich kann hell sehen. Ein Grillmark. Das werden wir da wohl einsetzen. Ich würde es mal aus Prinzip heraus mit Bunny-Check probieren. So, kann man als sinnvoll erachten, Bunny-Check hier einzusetzen. Musik, wenn ich einen Kampf gewonnen habe. Worum ging es noch gleich? Ach ja, die Tanzgruppe. Ich bin auf jeden Fall mit von der Party. Freut mich. Habe ich das auch geregelt. Bälle antreten. Jo. Nochmal schnell hinter zu den dreien. Da sind sie und tanzen. Na, das ist doch hübsch, die drei zusammengebracht zu haben. Vielen Dank. Eine super Tanzgruppe ist dank dir entstanden. Und so drücke ich meine Freude aus. Münzamulett erhalten. Ach ja, wo wir gerade dabei sind. Können wir mal das hier, was wir im letzten Part erhalten haben, ganz am Anfang dieses EP-Teiler hieß das, glaube ich, einem Pokémon geben. Mit jedem Tanz vermitteln wir eine Botschaft um Freude oder Trauer. Und unsere Welt ist so reichhaltig. Super. Und ich gebe mal schnell den EP-Teiler einem Pokémon und dann gleich vielleicht auch das Münzamulett einem Pokémon. Los geht's.
Lutz hat das EP-Teiler erhalten, weil er der Schwächste aus dem Team ist aktuell. Und Ben hat das Münzamulett erhalten, weil das ist für den Ersteinsatz, also für den ersten Teammitglied. Und ja, und da er der Erste ist und ganz häufig als Erster eingesetzt wird, würde ich mal sagen, hat er es verdient. Und davon kriegt man ein bisschen mehr Geld bei einem Kampf als Gewinn, wenn man im Kampf mit ihm als Erstes herausgeht. Und was haben wir hier? Ich habe mich richtig gut mit ein paar Leuten da oben unterhalten. War das ein Spaß? Schon wurde ich auch eigentlich der Party da oben eingeladen. Doch anstatt mich durchzulassen, schaut der Mann da vor den Fahrstuhl immer nur streng rein. Jetzt traue ich mich irgendwie nicht. Ah, wieder dieses Security-Leute. Woher kommst du? Wow, aus Avenger. Ist ja ein toller Ort. Möchtest du nach oben? Ja, gerne. Ich bin mal so frei und mustere dich ein wenig. Abtouch. Abkrabbel. Sieht nicht so aus, als ob du gefährliche Gegenstände bei dir trägst. Also gut, du kannst passieren. Ich habe ja keine Pokémon dabei, mit denen ich Feuerattacken einsetzen könnte. Na gut, ich habe auch kein Interesse, da hochzukommen. Keine Zeit, kein Bock. Dann gehen wir irgendwann mal später lang, wenn wir überhaupt das tun. Hallo, ich bin der Namensbewerter. Oha, hier haben wir den Namensbewerter gefunden. Ich bin so eine Art Namensorakel. Tja, so soll ich den Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Nein, ich finde die Spitznamen deiner Pokémon spitze. Aber ich komme irgendwann mal anders darauf zurück, falls ich ein Team mal Jeremy Pascal nennen könnte. No hate gegen, weil ich finde, ihr jetzt Jeremy Pascal heißt, also nichts für ungut. Aber ja, hatten wir schon mal irgendwann in irgendeinem Let's Play das Thema Vornamen. Wäre es mit einem Dienstleister, der Pokémon für einen trainiert? Das ist doch die Idee überhaupt. Was? Sowas gibt es schon auf Route 3? Gibt es eine Person, die genau diesen Service anbietet? Was? Okay, ich spreche jeweils nur aus, so mach ich das. Ist so. In den Kampf gegen Belle, die hält uns hier auf. Genau in der Mitte des Tores. Hey, Zwergi, du erinnerst dich doch an unseren Versprechen über den Visocaster, oder? Ich habe ja nichts versprochen. Du hast mich angerufen und hast gefragt, ob du mit mir kämpfen willst. Ich habe RPG-mäßig Punkt, Punkt, Punkt gesagt und dann hast du gesagt, okay, dann kämpfen wir. Aber gut, von mir aus. Ach, muss noch die Sicherheitsstandards klären. Alles klar. Los, lass reinhauen. Will den Text nicht wissen. Los. Los, Terry Bark. Oha, sie hat schon etwas mehr Pokémon. Wie viel hat sie? Sie hat 1, 2, 3, 4. 4 Pokémon hat sie. Dürfte jetzt nicht das großartige Problem sein, aber ich will auch 4 Pokémon. So, jetzt hast du nur noch 3. Da waren es nur noch 3. Lutz erreicht Level 15. Ja, der hat ja den EP-Teiler. Weiter kämpfen. Pokémon-Trainer Bell ist in den Kampf geschickt. Da gibt es keinen Sinn, aber egal. Was setze ich für den ein? Ich versuche mal mit Bodycheck. Ist ganz interessant. Und wahnsinnig OP, meine Attacken. Ich besiege noch den hier mit meinem Betten. Und fairerweise
Will ich dann vielleicht mal meinen Pokémon wechseln? Ich will ja mal irgendwie halbwegs fairen Kampf machen. Was? Hat mich eingeschläfert. Das finde ich aber ja nicht fair. Na gut, Max, komm du raus. Lass du auch noch deine Chance im Kampf zu kämpfen. Jo. Psystrahl. Bodycheck. Das kann Ben natürlich auch, aber wieso sollte Ben Bodycheck einsetzen, wenn Max das kann? Das ist komplett überflüssig. Ifusia. Ja, den hier könnte Ben jetzt ultimativ mit einer Feuerattacke besiegen, aber wir wollen es ja nicht so leicht machen. Wir machen es uns ein bisschen schwerer. Wäre ja langweilig. Grasmixer. Ich habe gerade ein ganz anderes Wort im Mund. Ein Grasmixer. Einfach meinen Pokémon besiegen. Aber ich bleibe hier mal jugendfrei. Ach man. Haben wir einen Aufwecker? Nö, haben wir natürlich nicht. Müssen wir warten, bis das wieder aufwacht. Ja, Grasmixer. Jetzt natürlich bei mir einsetzen. Das ist kein Problem bei Ben. Oh, ist aufgewacht. Und Armstoß. Zack. Zack. War wohl nix. Ich setze noch einmal Blut ein. Natürlich setzt die Ruhe noch einmal einen Supertank ein, damit ich noch ein bisschen was zum Kämpfen habe. Wäre ja viel zu einfach, wenn der Kampf so nach 2 Minuten vorbei wäre. Da muss man natürlich noch ein bisschen länger dran sitzen. Und dann wäre das Spiel zu schnell vorbei, wenn die Kämpfe alle schon sofort vorbei wären. Muss einem nicht schwer gemacht werden. Igelsamen, was willst du denn mit Igelsamen? Das ist eine Müllattacke. Kannst du einem Unrat Hydrox beibringen? Sodamack. Okay, jetzt hätte ich gerne mein Hündchen wieder. Mein werten Max. Aber er kann ja auch Bodycheck. Ich sagte, er kann ja auch Bodycheck. Dankeschön. Level 29 für meinen lieben Ben. Oh, schon besiegt. Ich habe verloren, obwohl ich mein Training mit wieder irgend sowas ähnliches. Als Pokémon-Trainer mag ich wohl nie das Format von dir. Scheren oder Linear erreichen, aber seit ich meine Reise in Aventia angetreten habe, bin ich bereits so viele Menschen begegnet und konnte mir jedes Mal Gedanken darüber machen, was ich alles erreichen kann und will. Die Pokémon zusammen zu sein, ist für mich einfach unheimlich wichtig. Nun ja, wir werden uns bestimmt bald wieder über den Weg laufen. Mach's gut, Zwergi. Ja, mach's gut, ich mache mich auf den Weg, diese Route 4, durch die Sandwüste hier, und da wüstet's doch ziemlich sehr, und da mein Ganovil, nö, danke, ist nicht mein viertes Team Pokémon, nee, habe ich nicht wirklich vor, dass, ja, ein Ding für Team Plasma. Für mich nicht. Für mich nicht, nein. Kein Bedarf. X-Treffer gefunden. Okay, das haben wir auch noch eingesackt. So, dann geht's hier nochmal zurück. So, und dann starten wir am nächsten Part weiter auf Route. Hier, wo ich schon Scheren dort ganz hinten sehe. Jetzt seht ihr ihn auch. Ja. Die müssen wir wahrscheinlich im nächsten Part auch noch kämpfen. Also. Und lassen wir es in diesem Part hier weiterzugehen.
Bis dahin habt noch eine angenehme, festliche Zeit. Gebt einen Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanal seid und ja, keinen weiteren Part Pokémon Weiße Edition mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Ich spreche mal inzwischen und sage euch derweil, ihr habt euch wohl und ja, haut ran!